Herzlich willkommen. Heute siehst du, wie dein Schmetterling etwas Farbe bekommt und fertiggestellt wird. Du benötigst folgende Materialien: deinen Schmetterling, der mit Draht bespannt ist, und deine Arbeit vom vorigen Video mit den aufgefädelten Perlen. Du hast am Ende deiner aufgefädelten Perlen ein Stück Draht freigelassen. Dieses benötigst du jetzt, um deinen Perlenstrang zu befestigen, indem du einfach wieder ein paar Mal rumwickelst und die zwei Enden verdrillst. Jetzt beginnst du deine Perlen, entsprechend wie du es haben möchtest, zu verteilen. Für den Knick nimmst du immer ein freies Stück Draht und knickst dann die Perlen. So gehst du jetzt fort, bis deine Perlenreihe aufgebraucht ist. Wenn du deine Reihe mit den Perlen auf den Draht aufgefädelt hast, fertig verspannt hast, ist dein Schmetterling fertig. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und werde kreativ. Tschüss!